Guten Tag, mein Name ist Siegfried Schröder und ich berichte heute den 21. Tag über die Entwicklung des Libero. Dazu befinde ich mich auf der Website Libero Financials und wie immer am Anfang meines Videos betrachte ich den Kurs. Der Kurs ist weiter gefallen. Gegenüber gestern und vorgestern steht momentan auf 0,006542. Bei CoinMarketCap kann man das sehr gut erkennen, langfristig gesehen. Also das ist diese Kurve, die sie hier dargestellt hat. Und ich habe immer gesagt, sobald es in diese Bereiche kommt, also diese Unterstützung erreicht wird, sollte man Acht geben auf den Coin. Acht geben auf den Coin heißt aber nicht, dass man in große Sorge verfallen kann, sondern es ist eine sehr gute Möglichkeit, um den Coin überhaupt nachzukaufen. Das wollte ich nochmal zur Entwicklung des Coins hinzufügen. Gut, gehen wir zur Tagesentwicklung oder zur Entwicklung der letzten 24 Stunden. Dazu befinde ich mich hier auf der Libero Bank. Gehe etwas nach unten, dort sehe ich meine eigene Entwicklung. Also nach wie vor habe ich 23.720 Liberos angelegt, also hier als gesperrt dargestellt. Das ist die Menge, die ich in das Staking gegeben habe. Start, das ist jetzt dadurch, dass der Kurs gefallen ist, ein anderer Wert in Dollar ausgedrückt. Aber das Entscheidende ist für mich dieser Wert, 23.720. Diese habe ich ins Staking gegeben. Und wir wissen ja, dass durch das Staking Prämien anfallen. Und das Schöne ist hier bei diesem Projekt, erhalte ich zweimal Prämien. Einmal die Prämie als Libero und dort habe ich kumulativ 5.055 Liberos erhalten und ich erhalte ja zusätzlich BUSD, also den Binance-Token. Und dort habe ich kumulativ 12,79 Prämie erhalten. In den letzten 24 Stunden, ich mache dieses Video immer so alle 24 Stunden und zeige ja auch, wie ich auscache. Und dort hat sich hier als Pending angezeigt, 261 Libros angesammelt und 2,63 BUSD. Diese Libros, die sich hier angesammelt haben, die übertrage ich in meinen Wallet. Schauen wir mal rein, wie es aussieht momentan. Im Wallet ist oder sind 1785 Libros und wenn ich diesen Betrag 261 rüberschaffe ins Wallet, haben wir die Grenze 2000 überschritten. Das werden wir tun. Das heißt, ich klicke hier drauf, es verbindet sich automatisch mit meinem Wallet. Ich bestätige das und der ganze Prozess wird hier unten angezeigt, wenn er vollzogen ist und der Pending Order wird auf 0 gestellt. Vielleicht nochmal der Hinweis, wichtig ist, hier sehen wir, die Transaktion ist bestätigt, hier ist es auf 0 gestellt und wichtig ist, dass hier konnektiert ist, das heißt, hier ist die Verbindung zu meinem Wallet hergestellt. Okay, schauen wir mal nach. Tatsächlich 2047 ist der aktuelle Bestand. Und hier oben sehen wir nochmal die Adresse. Die muss dann hier oben übereinstimmen. Die wird nicht komplett angezeigt, aber 0,0.0F1 heißt es wohl und 897B. Und das sieht man dann hier oben. Also stimmt das überein. Okay. Die Umwandlung des BUSD, das habe ich hier angeklickt, indem ich den Libero angeklickt habe, nicht die anderen Token. Und dort ist es inzwischen kumulativ 2,63. Das mache ich nicht manuell, weil das ja auf Automatik eingestellt ist. Okay, das war schon das Video am heutigen Tag. Und ich freue mich, wenn dir das Video gefallen hat, dass du in meinem YouTube-Kanal den Daumen nach oben zeigst
oder auch meinen Kanal abonnierst. Und willst du ebenfalls Geld verdienen, so wie ich das hier nachweise, wie und dass das möglich ist, nämlich pro Dach 2%, und das ist eine Menge Holz, dann kannst du gerne den Link nutzen, der in meiner Beschreibung im YouTube-Kanal steht. Und ich unterstütze dich selbstverständlich, wenn du das möchtest, beim Aufbau deiner Libero-Plattform, deines Wallet. Also fordere einfach die Unterstützung an. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlichst für deine Aufmerksamkeit und freue mich, wenn du morgen wieder Zuhörer meines Videos bist. Bis dahin, einen wunderschönen Tag, Siegfried Schröder.